Erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Heute wieder die Beantwortung einer Zuschauerfrage. Es geht um Strömungstechnik. Sie kommt von Erich. Und Erich möchte wissen, hallo liebes Team, ich habe festgestellt, dass oft die Rede davon ist, KG-Rohre so zu verlegen, dass das Wasser von Rohr zur Muffe fließen soll. Also die Muffe entgegengesetzt zur Fließrichtung, ist das wichtig zu beachten oder ist es egal, wie rum? Grüße vorab, Grüße Erich. Lieber Erich, es ist scheißegal. Warum? Es ist vom Grundsatz her richtig. Wir müssen uns jetzt überlegen, wenn hier die Rohrleitung kommt und hier die Muffe, ja, dann ist das immer strömungstechnisch besser, wenn das Runde, also wenn das Wasser in das Runde reinfließt. Und die Muffe, weil wir ja das Rohr in die Muffe stellen, würde hier das Runde ergeben. So, aber was ist der Hauptfaktor, was uns Druckverlust in Rohrleitung, und das wäre, da geht es ums Thema Druckverlust, was uns Druckverlust in Rohrleitung erzeugt? Ganz einfach, es ist die Strömungsgeschwindigkeit. Und die Strömungsgeschwindigkeit in Bodenablaufleitung, da werden ja diese orangen 110 KG-Rohre verlegt, die ist bei 0,3 Meter. Und da geht der Druckverlust nahezu gegen Null. Da ist dann der Hauptfaktor, wie lang ist meine Rohrleitung und vielleicht noch, wie viele 45 Grad Bögen habe ich verlegt, anstatt von wie viele 90 Grad Bögen habe ich verlegt anstatt von zwei 45 Grad Bögen, so wird ein Schuh draus. Das sind da die viel stärkeren Faktoren, aber insbesondere die Rohrleitungslänge. Ich bin mir sicher, wenn du jetzt die Rohrleitung nimmst und du hast 10 Muffen drin, ja, und du würdest die 10 Muffen einmal so rum und einmal so rum einbauen und würdest nachher schauen, gibt es einen Unterschied zwischen Teichniveau und Wasserniveau in der ersten Filterkammer, wo das Wasser einströmt von den 110 kg Rohrleitungen, da würdest du überhaupt keinen Unterschied messen. Sowas würde man vielleicht messen, wenn irgendwann mal die Strömungsgeschwindigkeit 1 Meter, 1,50 Meter oder 2 Meter pro Sekunde ist, wo das Wasser richtig durchknallt. Dann ist es natürlich schon so, wenn ich dann einen ungünstigen Übergang habe, dann kann es da Verwirbelungen geben und das würde dann wirklich einen größeren Druckverlust erzeugen, aber so nicht. Und wenn man sich mal überlegt, wo sind die Hauptverluste? Ein großer Hauptverlust ist zum Beispiel, wenn wir unsere ganz normalen Bodenabläufe anschauen, wie das Wasser dort einfließt, da fließt es über eine scharfe Kante ein. Würde zum Beispiel mal jemand einen Bodenablauf bauen oder eine Form für einen Bodenablauf, wo dann die PVC-Bodenabläufe gegossen werden, wo das trompetenförmig einströmt, das Wasser, das würde zum Beispiel einen sehr viel größeren Effekt haben als irgendwelche Muffen, ob sie links oder rechts rum eingebaut sind. Auch zum Beispiel Ausströmer. Ja? Da kann man googeln, sehr einfach mal Fittinge, strömungstechnisch optimal, suboptimal, dann werden Sie da Tabellen sehen und das wird für jedes Fitting, also ob es ein 90 Grad Bogen ist, ein 45 Grad Bogen, wie die Einströmung ist, wie die Ausströmung ist, wie zum Beispiel sich das verhält, wenn ich eine Rohrverjüngung habe, von einem großen Rohr auf ein kleinen Rohr. Und da kriegt man dann die Werte und das ist für jedes Fitting, ist das vorgegeben, das wurde irgendwann mal berechnet oder ermittelt und dann wird man merken, dass es da viel stärkere Faktoren gibt, die wir an unseren Koi-Teichen überhaupt nicht berücksichtigen. Und am Koi-Teich ist es ohnehin sehr viel wichtiger, das Ganze zu berücksichtigen, in der Druckleitung, also nach der Pumpe, da wo das Wasser dann tatsächlich mit 1 oder 1,5 Meter pro Sekunde fließt. Aber in den Bodenablaufleitungen mit 0,3 Meter roundabout, wenn wir 10.000 Liter pro Bodenablaufleitung fließen lassen, ist es wirklich egal. Also, mach dir da keinen Kopf. Erich, vielen Dank für die Frage, war interessant. Und Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen. Machen Sie es gut und schalten Sie mal wieder rein. Ciao.